SEK-Einsatz in Hamburg. In Barmbek hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei die Wohnung eines 28-Jährigen gestürmt. Die Beamten warfen Blendgranaten, sogenannte Irritationskörper, überwältigten ihn und nahmen ihn fest. Der Mann hatte zuvor nach Angaben von Zeugen am Nachmittag mehrere Schüsse von seinem Balkon aus abgefeuert. In der Wohnung hätten die Beamten mehrere Soft-Air- und Schreckschusswaffen sichergestellt, sagte ein Sprecher. Es sei davon auszugehen, dass auch die Schüsse auf dem Balkon aus solchen Waffen abgefeuert worden seien. Warum der Mann geschossen habe, sei nicht bekannt. Der 28-Jährige sei zunächst auf ein Polizeirevier gebracht und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden.